In dem Video stellen wir eigentlich unser neues Projektauto vor und wir bauen die Werkstatt um, damit wir überhaupt Platz haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meinem Video. Servus, grüß euch. Ich und der Flo sind wieder am Start. Wir machen heute eine kleine Vorstellung. Wir haben ein neues Auto, ein neues Projektauto, das wir eigentlich heute sagen werden. Und wir werden für das Projektauto, damit wir das überhaupt Platz haben, die erst kürzlich aufgebaute oder umgebaute Werkstatt wieder umbauen, ein bisschen neu arrangieren alles zusammen, damit wir es überhaupt Platz haben, damit wir über den Winter herinnen arbeiten können. Und das wollen wir eigentlich im heutigen Video zeigen. Und dann starten wir los, dass wir einen Platz gewinnen. Genau so ist es. So, unsere erste Arbeit wird jetzt heute darin bestehen, dass wir die Hebebühne müssen wir komplett abmontieren bzw. losmontieren, zerlegen dann wir sie nicht und dann buxieren wir sie weiter rüber, damit man in Zukunft, wenn man gerade reinfährt in die Halle, gerade auf die Hebebühne fahren kann, damit hinter der Bühne, da wo jetzt die Bühne steht, der Platz frei wird für unser neues Auto. Dazu werden wir uns jetzt einmal alles zerlegen und dann werden wir mal schauen, wie wir das Ding überhaupt umbuxieren, weil so ganz leicht ist die Bühne halt auch nicht mehr. Dann werden wir das mal probieren. Jetzt zeige ich euch kurz, um was es geht. So, die Hebebühne, die zerlegen wir jetzt und dann kommt sie im Prinzip daher. Das heißt, Elektrik neu, alles abbauen, alles umbauen. Florian wird mir da jetzt dabei helfen. Dann schauen wir mal, dass wir das vielleicht in ein, zwei Stunden regelt kriegen, dass sie zumindest schon mal anders steht. Viel geschafft. Sammeln wir noch die letzten Stickchen auf. Hebebühne steht. Elektrik muss man halt noch neu verkabeln, aber das ist jetzt nicht das Problem. Und jetzt haben wir da hinten richtig einen schönen Platz, wo man dann da, wo man arbeiten kann jetzt beim neuen Projektauto. Was für uns das wert, das seht ihr jetzt gleich. Platz ist vorbereitet. Sage ich eigentlich kurz, sollte genug Platz sein, wird jetzt ein bisschen eine Zirkelerei werden, aber ich und der Florian werden jetzt unser Projektauto holen. Also, viel Spaß! So, jetzt spazieren wir mal aus jetzt unserem Projektauto. Schlüssel für das Projektauto habe ich natürlich in die Tasche. Jetzt wird es spannend. Ich würde sagen, jetzt schieben wir ihn einmal gerade aus, dass er schön am Parkplatz steht und dann werden wir unseren Leuten einmal zeigen, was für Auto das wir uns da zugelegt haben. Was für ein schönes Auto. Ja, schön kaputt. Schön rostig. Schön zerlegt. Schön Baustelle. Schöne Baustelle, richtig. Na, also ich freue mich trotzdem schon ziemlich auf das Projekt. Ja. Wow, Sonne. Sonne, da gibt. So, Leute, jetzt zahlen wir das Ding einmal aus und dann werden wir gleich schauen.
So Leute, jetzt zeigen wir euch unser Schätzchen. Jetzt haben wir es gerade noch mit dem Polo ein bisschen freireißen müssen, weil die Bremsen natürlich fest waren. Aber jetzt gibt es die ersten Aufnahmen von unserem neuen Projektauto. Viel Spaß! It's all about humanity. So Leute, das ist unser Projekt, was wir haben. Ein VW T3 Bus, Baujahr 89, 64 PS. Er wird uns jetzt was erklären, weil Lauren ist Chefe, was den Bus angeht. Gut, bei dem Bus, den werden wir einmal komplett neu aufbauen. Er natürlich wird wieder schwarzen und sich ein bisschen mit dem Lack austoben. Und ich werde mir einen Motor dran setzen, Getriebe, das überholen, die Achsen überholen, weil das Auto ist echt eine Zeit lang gestanden. Einer hat angefangen mit dem Auto, nicht mehr weitergemacht und genau. Deswegen hat er den super günstig ergattert und wir machen ihn zu einem richtig coolen Karre, da die sagen. So ist es. Und der Florian wird das im Motor, das Getriebe und die Achsen als Projekt übernehmen, weil der Florian das Ganze in seiner Ausbildungszeit genau den Motor oder genau das Fahrzeug gehabt hat. Sprich, da haben wir einen absoluten Spezialisten fürs Reparieren von dem. Einfach ganz normal, da die sagen. Ja. So, Handy. Dann probieren wir es, oder? Hier ein paar die Fenster offen. Von mir aus sind wir ready. Fahrst du zum Patrick um mich, oder? Ja, ich fahr jetzt rein, dann fahr die Schlaufe und zum Patrick um mich. Ja, mal was. Stell mir den Spiegel ein bisschen ein, bitte. So dran, oberwärts. Ja, ein bisschen noch. Ja, genau, weil dann sehe ich auch ein bisschen was. Ja. Fix. Ich fahre gerade, soweit es geht, fahr zu Patrick, dass du gerade da stehst und dann braucht man nicht gleich gerade vorstellen. Ja, passt. Stopp, hab ich geschrien. Die Lenkung ist ausgehängt. Du hast, wenn ich gehört, ich hab dreimal Stopp geschrien. Ja. Bin ich da drauf gefahren? Ja, da kann so muss ich noch fahren. Ich schrei Stopp. Ich hab's nicht mehr der Lenkung. Ich hab's gehört, weil der Boden so laut war. Ach, rein. Ach du Scheiße. Irgendwann hinten hat die Bremsen blockiert, was? Ich hab probiert Bremsen voll. Ja. Ich hab geschrien Stopp, weil du hast mich... Ich hab Gegenlenken, weil ich mir die Zwinge nachgucke, die soll nicht mehr lenken können. So, jetzt geht's wieder.
Das Problem ist, dass du es von außen nicht lenken wirst. Warte, ich probiere mal. Jetzt mache ich gerne leichter. Achtung, Nadine, jetzt musst du weggehen, ein bisschen bitte. Boah. Oh, da. Ich verlenke sie nicht so schnell. Jetzt. Stopp. Spiel hier. Ich glaube, einer mal volle. Ich muss mal weit einschauen, sonst hörst du den Mauer an von mir. Ja, jetzt haben wir vorbei bei der Mauer. So, jetzt wartet. So, jetzt ist die Frage, sollen wir nochmal geradeaus, dass wir schräg reinkommen? Wer bin ich jetzt? Ich bin jetzt leicht rechts eingeschlagen. So. Nein, ein bisschen so um mich da. Langsam. Ja. Vorne. Das Problem ist, dass ich doch gar nichts sehe. Ja, nix. So, liebe Leute, Bus steht in der Halle. Florian macht die letzten Rangierarbeiten. Den Staubsauger um mich schieben. Da wo er hingehört, da war er. Jetzt können wir eigentlich mal kurz sagen, wie es da innen drinnen ausschaut. Das ist relativ spannend. So. Mal drehen. Jetzt seht ihr, Teile über Teile. Innen drinnen ist halt echt nicht mehr gut beieinander, aber wir haben mal solche Aktionen.
Wieder Fred Feuerstein zum Bremsen. Er ist richtig mies benannt. Aber das sollte man hinkriegen. Ja, so. Haben schon schlimmere Baustellen gehabt, so wie im Polo. Ja, genau. Schenkelknopfer. Gut. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Nein, wir müssen jetzt da mal einen aussortieren. Da werden wir uns jetzt dann ein paar Kartons machen, ein paar Kartons richten. Da ist noch ein bisschen alter Sprudel. Den werden wir zum Putzen für Motortaler vielleicht verwenden. Alte Batterie müssen wir schauen. Es sind Behältnisse da, Stoßstangen. Es ist viel Zeug. Ich weiß noch überhaupt nicht, was ganz ist und was kaputt ist. Da liegt noch ein Stück Auspuff. Da müssen wir uns jetzt einmal durchsortieren. Ich schätze mal, das wird ein Tag sein und dann müssen wir anfangen zerlegen. Richtig zerlegen. Damit man da mal eine richtige Bestandsaufnahme machen kann, weil da zum Beispiel, da ist alles, das ist alles marot. Da unten drin ein Riesenloch. Der ganze Schweller schaut nicht mehr ganz besonders aus. Ja, seid gespannt, was wir aus der Rostlaube machen werden. Das wird richtig geil, das Ding werden, bin ich mir sicher. So, da. So Leute, das Auto haben wir eingeschaukelt, haben wir erfolgreich hingekriegt. Da die sagen, passiert ist nichts und somit passt es. In den nächsten Wochen werden wir jetzt anfangen mit dem Projekt von Grund auf neu zu bauen, wie der Stefan davor schon gesagt hat. Und uns das freuen, wenn wieder viele zuschauen. Es sind einige coole Sachen dabei. Auch ein bisschen mehr in die Materie rein mit Schwarzen, Motor, Getriebe und so weiter, was man nicht so oft sieht. Ja, und ich hoffe, es schaut uns zu. Es wäre ein cooles Projekt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also der Florian hat es jetzt gerade angeschnitten. Ich würde es gern wieder so als Projektauto laufen lassen und möchte aber das Auto jetzt gleich dazu nutzen, dass wir zum Beispiel einen Motor, den wir auch schon da liegen haben, der wird komplett überarbeitet, komplett revidiert. Das als kleines Tutorial nehmen, falls sich der eine oder andere selber einen Zahnriemen oder so selber wechseln möchte. Bremsanlage, wirklich, wir möchten das dieses Mal ein bisschen detailreicher sagen, weil ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht, da hat einer schon einig getipselt, dass er gern so ein bisschen Tutorial-mäßig Style ein Video haben möchte. Wir versuchen das ein bisschen zu kombinieren. Und ja, ich glaube, das wird richtig cool. Ich glaube, da kann man viel sagen, was man alles machen kann und wie gewisse Sachen funktionieren. Und wie gesagt, motortechnisch haben wir einen Experten, Gott sei Dank, am Start. Der kann uns, mir auch vor allem, sicher sehr viel sagen noch. Und es wird sicher für den einen oder anderen, der einen Camper hat und vielleicht einmal was selber reparieren will, wird da sicher auch was dabei sein. Ja, soweit. Erfolgreicher Tag. Challenge, Hebebühne haben wir geschafft, Bus steht herinnen. Jetzt gilt es darum, das zu organisieren, wie wir da jetzt anfangen. Ich schätze mal, in 14 Tagen wird es mal richtig losgehen mit dem Bus. Bis dahin, Leitl, Pferdenk, ciao und eine schöne Woche. Ja, ciao, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Ciao.